So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht. Herzlich willkommen bei Turnschuh TV, neu im Schuhkarton diesen Freitag wieder mit den neuen Schuhen, die ihr ab dem Wochenende erwerben könnt, mit Simon und einem Foto von Hikmet, was leider so ein bisschen nach Kondolenz aussieht. Es sieht aus, als wäre Hikmet tot. Er ist in Köln, was genauso ist wie tot, deshalb so ein bisschen trauriges Bild. Wir vermissen ihn sehr hier in Berlin. Und freuen uns, wenn er wieder da ist. Gell? Aber irgendwie ist er bei uns, zumindest durch ein Foto. Das ist sehr schön. Und wir, das ist echt unangenehm, jetzt redest du schon mit einem Foto von wir. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Teenie-Mädchen, was ein Bild von Nick Carter hat oder so. Das heißt so, Nick, wenn wir großen heiraten mit dann. Nein. Also, Hikmet und ich haben die neuen Schuhe für euch im Karton. Drei an der Zahl, die wir euch jetzt präsentieren. Und wir fangen an mit dem, würde ich sagen, hässlichsten. Und das ist der Nike Air Foamposite. Der Name an sich macht schon keinen Spaß auszusprechen. Und wenn man sich den Colorway anguckt, muss ich ganz ehrlich aus meiner Sichtweise sagen, der Schuh ist grundsätzlich, vor allem in den USA, ein sehr beliebtes Modell. Den gibt es seit 1997, war der Schuh von Penny Hardaway, einem mittelmäßig talentierten Basketballer, der seine besten Zeiten bei den Orlando Magic hatte, mit Shaquille O'Neal an seiner Seite. Und der hat 1997 also seinen eigenen Schuh designt bekommen. Und das ist, ja, dieses Stückchen Kunststoff. In den USA, wie gesagt, sehr beliebter Schuh. Hier in Europa, glaube ich, eher so mittelbeliebt. Der Colorway wird wahrscheinlich auch erklären, wieso er nur mittelbeliebt ist. Silber hier oben, grau nochmal abgesetzt, leuchtend grüne Sohle und der Swoosh auch grün. Ich weiß nicht, also fürs Basketballspielen oder fürs Regal, wenn ihr auf den Schuh an sich stehen solltet, wegen mir, für alles andere glaube ich nicht wirklich zu gebrauchen. Und bei ca. 200 Euro, vielleicht auch knapp drüber, muss man sich die Frage stellen, ob man das tatsächlich machen sollte. Ich weiß, dass Hikmet jetzt noch ein paar nette Worte finden würde zum Thema Basketball, zum Thema Schuhe, die so aussehen wie der. Dem fällt dann da immer noch was Gutes ein, um das Ganze wieder so ein wenig nett zu formulieren und zu verpacken. Mir leider nicht, deshalb gibt es einfach einen Daumen runter. Und das wäre der erste Schuh. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Teil aussieht. Dieser Schuh ist ein Reebok Instapump Fury Bau. Das heißt, der Geburtstag geht jetzt endlich los. Reebok Instapump Fury feiert 20 Jahre und da wurden ja angekündigt ab März richtig, richtig, richtig viele Kollaborationen. Meines Wissens 25 an der Zahl bis Ende des Jahres, kann ich mich aber auch gerne irren. Hinten raus kommt auf jeden Fall der Soulbox Release, den wir euch in diesem Video schon mal vorgestellt haben. Da könnt ihr euch gerade noch mal angucken. Das jetzt also der Bau. Es ist der Instapump. Ihr wisst, ich stehe nicht so sehr drauf wie Hikmet. In dem Colorway eigentlich ganz nett. Also ich finde hier die ganzen Sprenkel an der Seite sind ganz schick. Der Schuh ist relativ dezent designt. Mir gefällt die Farbe. Was halt das Gesamtbild gerade bei mir so ein bisschen trübt, ist der Trip, auf dem ich bin, seit ich an diesem Schuh gerochen habe, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich weiß nicht, wieso mich, was mich eigentlich geritten hat, aber also wenn ihr an dem Schuh riecht, macht das mal samstagsabends, bevor ihr weggeht, 5 Minuten lang. Ich glaube, es ist ein Bombenabend. Hikmet, ja, siehst du auch so. Nein, die Frage ist ja natürlich, ist es auch euer Schuh? Es kommen noch einige Modelle jetzt zum Geburtstag des Instapump in den nächsten Wochen und Monaten raus. Der Crossover, Packer kommt da, 24 Kilates bringt jetzt im März auch noch ein. Und eigentlich sollte dieser Schuh am 15. März rauskommen, was in gut 10 Tagen ist. Der kommt aber jetzt schon raus. Mensch, der einzige Laden in Deutschland, der ihn hat, ist die Soulbox. Und die Soulbox darf nicht erst am 15. releasen, wie jetzt in Asien und Amerika beispielsweise, sondern die Soulbox darf ihn jetzt schon raushauen. Das heißt, ab dem Wochenende, bevor ihn alle anderen haben, könnt ihr ihn euch schon hier in Berlin abholen. Kostet 170 Euro. Ich fasse kurz zusammen, was Hikmet jetzt sagen würde. Und zwar würde er sagen, ach Mensch, das ist mein Lieblingsschuh, den mag ich total gerne. Daumen hoch. Ich sage halt einfach, weil es nicht mein Lieblingsschuh ist und weil wir wissen, man kann den Schuh lieben oder hassen, sage ich zumindest Daumen schräg und damit viel Spaß bei den Bildern zum Schuh. Ja.
letzte Schuh, den wir euch dezidiert bei neuem Schuhkarton dieses Wochenende vorstellen wollen, ist der Nike Air Jordan 3 Infrared. Und ihr fragt euch sicherlich wie ich, Infra, what? Infrared. Man muss nur genau hingucken, dann findet man auch die roten Punkte, die Nike ganz gezielt auf dem Schuh versteckt hat. Es ist wie das Bilderrätsel aus der Tageszeitung früher. Unser Zeichner hat 7 rote Punkte im Bild versteckt. Finde sie. Und das Ganze für nur 170 Euro. Das ist ein Marketing-Schachzug, den werde ich den Jungs drüben in den USA mal vorschlagen. Nein, es ist ein Dreier Jordan. Der Dreier Jordan, ein sehr, sehr, sehr schöner und auch sehr beliebter Jordan. Wie ich finde, das haben wir euch bei Turnschuh.tv schon oft genug gesagt, 3 bis 7 sind so Hikmets und meine Favorites. Das sind wirklich, wirklich tolle Sachen. Aber ich finde es enttäuschend, wenn man sich diesen Schuh anguckt, der grundsätzlich in der Glattleder-Variante da hinzukommt. Das Weiß hier ist neu, ansonsten ist alles wie gewohnt mit dem Elefantenmuster hier auf der Seite. Der Mudguard war ansonsten, glaube ich, hier nicht schwarz. Das ist eine kleine Änderung. Der Jumpman hinten ist schwarz, während er vorne weiß ist. Und damit kommen wir den roten Punkten auch langsam näher. Die sind nämlich ganz dezent hier in der Schnürung versteckt, beziehungsweise hier oben das letzte Auge der Schnürung. Und im sichtbaren Teil der Erddämpfung hier unten. Und jetzt kommt der Hammer. Wirklich. Ihr kauft euch einen Infrared für circa 1,2 Quadratzentimeter rot, was sichtbar ist, und habt hier unten den ganzen Rest der roten Farbe. Als hätte bei Nike jemand gesagt, so Mist, wir haben ein bisschen zu viel Farbe über. Tupfen wir doch einfach noch mal rein. Hier ist also Infrared. Ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Der Schuh ist an sich kaufbares Material, würde ich sagen. Aber nicht, wenn das Teil Infrared heißt. Also das finde ich halt, da hätten sie bei Nike sagen können, hey, wir nennen das Teil einfach Dreier Jordan mit neuem Weiß. Wir nennen es Dreier Jordan mit, keine Ahnung, schwarzem Jumpman. Aber bei einem Infrared erwarte ich mir halt ein bisschen mehr Rotanteile, wie der Name Infrared schon sagt. Das finde ich schade. Dreier Jordan top, Infrared in dem Moment so, und weil ich mir echt denke, so, dass man die roten Aspekte des Schuhs suchen muss, geht es bei mir sogar fast noch weiter runter. Ich finde es echt schade. Und jetzt noch ein paar Bilder zum Dreier Jordan Infrared. Infrared. Das war's mit neuem Schuhkarton für diese Woche und wünschen euch damit ein wunderschönes Wochenende, egal wo ihr seid, ob in Köln oder auch irgendwo anders auf der Welt. Macht es gut, bis nächste Woche. Tschüss. Infrared. Schönes Wochenende. Ab ins Berghain, wa?